Hallo YouTube und herzlich willkommen bei Wotan zockt. Jo, beim letzten Mal habe ich euch eine kleine Anekdote aus meiner Jugend erzählt. Mit dem Häcksler. Eine sehr, sehr interessante Erfahrung damals gewesen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe euch versucht zu erklären, dass euch heutzutage nichts mehr passieren kann. Wie gesagt, es sind mittlerweile Laser verbaut bei den meisten, sagen wir mal, neueren Geräten. Die älteren werden großteils, glaube ich, sogar aufgerüstet. Entschuldigung. Und dieser Laser verhindert an und für sich, dass irgendwelche Gegenstände, die zu groß geraten sind für den Häcksler, also Baumstümpfe und so weiter und so fort, sofort erkannt werden und dann der Häcksler eine Art Notstopp hinlegt. Was jetzt nicht heißt, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass ein Drescher oder Häcksler oder was auch immer in der Lage ist, sofort auf Null abzubremsen. Also verlasst euch nicht zu sehr drauf, dass es diese Funktion gibt. Ist schon mal gut. Sind nämlich doch einige Menschen, glaube ich, zu Schaden gekommen damals. Ich selbst bin jetzt nicht sicher, ob das wirklich so war, aber ich glaube, in den Staaten mal was gehört gehabt zu haben, dass diverse Menschen unter Drescher gekommen sind. Und das jetzt nicht durch einen schlechten Mafia-Film oder sowas, sondern tatsächlich, weil Unfall und so. Und ich stelle mir sowas ziemlich, ja, hart für den A, für den Fahrer und B, für die Familien vor. Also, ganz ehrlich, ich kann mir Schöneres vorstellen, als die Teile eines menschlichen Körpers vom Feld zusammenzusuchen, wenn er von einem Drescher erwischt wird. Weil das sind Kräfte und die Messer sind nicht gerade stumpf. Es sei denn, die sind gerade durch 20 Kilometer durch Steinboden gefahren, also Kieselsteine durchgefahren. Auf jeden Fall sind die alles andere als stumpf. Die Kräfte dazu, ihr seht auch die Walze hier. Also stellt euch mal vor, ihr kommt in diese Walze rein. Autsch. Naja, also es gibt Schöneres, als vom Drescher erwischt zu werden, kann ich mir vorstellen. Ups. So, komm ich rum? Ja, komm rum. Gut. Ja, wie gesagt, diese Funktion wurde in den meisten Dreschern eingebaut, in den neuen Typen zumindest. Was sie mit den alten Dreschern machen, ich glaube, da sind die Besitzer selbst für verantwortlich. Und ja, wenn jemand sagt, du, tut mir leid, diese Tausende von Euro ist es mir nicht wert, da rein zu investieren. Ja, dann ist das halt so. Ich glaube, die Technologie ist auch schon relativ alt. Ich glaube, die wurde schon in den 80er Jahren verbaut, teilweise. Glaube. Mittlerweile ist sie natürlich ausgereift und ich glaube, mittlerweile erkennt es selbst ein Kaninchen oder so. Keine Ahnung. Oder du hast mittlerweile schon irgendwelche Hightech-Geräte, wo du per Kamera nach vorne gucken kannst. Also durch das ganze Zeug hindurch mit Röntgenstrahlung und so. Keine Ahnung. Ich kann mir das gut vorstellen, weil es ist halt schon extremst gefährlich. Extremst. Und ich möchte wirklich keinen Mensch damit erwischen müssen. Also. Selbst wenn ich, also wenn ich der Fahrer wäre, ich könnte nicht mehr. Ihr müsst euch das nur vorstellen. Jetzt stell dir mal vor, ihr sitzt in so einem Drescher hier, der keine Kabine hat. Ja, und ihr überfahrt gerade irgendeinen Menschen. Alter. Die arme Frau, die eure Klamotten sauber machen muss. Nein. Also, schrecklich. Okay, der war auch ein bisschen geschmacklos gerade von mir, muss ich ehrlich sagen. Der war sehr, sehr geschmacklos. Das ist normalerweise nicht so meine Art. Aber gut. Hin und wieder muss das auch mal sein. So. Ja, ich bin ja mal gespannt da, ob da irgendwelche Geschichten von euch kommen, ob ihr sowas Ähnliches erlebt habt.
Und dann würde mich auch noch interessieren, seid ihr schon mal Drescher gefahren in Wirklichkeit? Oder was habt ihr allgemein für Real-Life-Erfahrungen mit der Landwirtschaft gesammelt? Positive, negative, was habt ihr gemacht, was durftet ihr machen, was durftet ihr nicht machen? Weil ich war, wie gesagt, meist Abfahrer beim Dreschen. Ich konnte das auch re relativ gut für mein zartes Alter damals. Heutzutage wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen, um irgendwas abzufahren. Was mich auch interessieren würde, ist, käme es für euch in Frage, auf einem Landwirtschaftsbetrieb eine Ausbildung zu machen? Dann habt ihr irgendwie Verwandte, die einen Landwirtschaftsbetrieb haben. All das würde mich interessieren. Also bin ja mal gespannt. Also ein bisschen was Kommentarmäßiges wäre schon schön, so das ein oder andere Kommentärchen dazu. Also so eine kleine Antwort auf meine Frage. Ja, genau. So, das wäre doch was. Und dann natürlich die absolute Frage Nummer 1. Bauer sucht Frau. Hand aufs Herz, wer guckt's? Oder hat's geguckt? Das will ich wissen. Also ich habe eine halbe Folge gesehen. Schrecklich. Das ist wirklich Volksverdummung vor dem Herrn, ne? Mein Gott, mein Gott. Ja, aber ne, es muss ja wohl irgendwelche Leute glücklich machen. Denn hätten sie keine Einschaltquoten, würden sie es nicht bringen. Ist ja das Traurige, es gucken tatsächlich Leute. Ist genauso wie früher Big Brother. Also jeder, den ich kenne, hat sich immer wieder gesagt, mein Gott, wie viele Staffeln wollen sie von dem Schrott noch bringen? Big Brother war übrigens ganz großes Kino, so die Staffel 1. So, die Staffel 1 war ganz groß. Fand ich richtig klasse, habe ich auch fast täglich geguckt. Ich fand Slatko und Jürgen, ich fand die so klasse. Total bekloppt, die beiden. Aber gut, die haben gepasst wie Faust auf Auge. Ich glaube sogar, Jürgen hat gewonnen, ne? Meine ich, glaube ich sogar. War auf jeden Fall großartig, habe ich gerne geguckt. Und danach kam, ich weiß nicht, wie viele Staffeln. Also nach der zweiten Staffel hätte man es eigentlich einstampfen sollen. Zweite Staffel habe ich noch hin und wieder mal so die eine oder andere Folge mal geguckt. Aber war schon scheiße. Also scheiße war sie nicht, aber sie war nicht gut. Nicht mehr gut, nicht mehr so gut, dass ich gesagt hätte, ich muss es jetzt jeden Tag sehen. Ja. So, das war halt das mit Big Brother. Und nach Staffel 2 kamen dann immer wieder Leute auch zu mir, also von meinen Freunden kamen dann auch wieder Leute zu mir, die gesagt haben, Alter, wie oft wollen die dieselbe Kacke noch bringen? Ja, und haben mir dann auch erzählt, was da gelaufen ist und hier und da und hast nicht gesehen. Ja, da fällt einem dann nur so spontan die Frage ein. Kollege, solange du mir erzählen kannst, was da drin vorgekommen ist, haben die schon einen Grund, das weiterzuzeigen. Also Leute, wenn euch sowas auf den Keks geht, guckt es nicht. Je weniger Leute es gucken, desto schneller setzen sie es ab, ist nun mal so. Andere Sachen wie Popstars. Oh Gott! Diese ganzen Sendungen in dem Bereich finde ich sowieso schrecklichst. Schrecklichst. Was ich gut fand, so vom Prinzip her, selbst fand ich's, selbst habe ich es auch nie wirklich geguckt. Vom Prinzip her fand ich The Voice of Germany in dem Bereich noch am besten. Weil es da wirklich auf den Gesang ankam und nicht auf das, ne? Naja, nicht auf die Körbchengröße, um es mal so gelinde zu sagen.
Oh, ich finde das so bitter. Wie die Personen da reduziert haben. Und könnt mir sagen, was ihr wollt, also gerade bei RTL, also ne, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt, also DSDS, glaube ich, ne? Das ist doch eh alles gefaked. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass da irgendwer für Alexander damals angerufen hat? Oder für, wie hieß nochmal der Superguru da? Der Detlef-Typ? Keine Ahnung. Ach Gott, wie hieß er denn? Ihr wisst bestimmt, wen ich meine, der Paradiesvogel da, der glaube ich sogar homosexuell war, ich weiß es gar nicht, oder war der metrosexuell, ich weiß es nicht so genau. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Also ganz ehrlich, wer hat für den angerufen? Das ist doch totaler Bullshit. Kannst du da erzählen, was du willst? Das war einfach nur da, um Einschaltquoten zu bringen. Oder war der Quotenschwarze? Ich weiß es nicht so genau. Aber irgendwas mussten sie ja damit haben. Weil für den hat bestimmt keiner angerufen. Naja, gut. Was ich übrigens ganz, ganz gerne geguckt habe, früher waren die Spielshows. Wie sich Leute da wirklich zum Idioten machen. Also zum Beispiel bei der 100.000-Mark-Show. Die habe ich saumäßig gerne geguckt. Die sich da teilweise angetan haben. Für 100.000, also. Die haben sich Sachen angetan, die würde ich mir für 1 Million nicht antun. Aber gut. So ist das nun mal, ne? Auch gerne geguckt habe ich, aber ich habe, ganz ehrlich, ich habe immer nur gelacht, weil sie für die Leute, bei den Leuten, die ausgeschieden sind. Das Ende habe ich dann immer übersprungen. War die Traumhochzeit mit Linda de Mol. Ach, groß, 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 groß. Man konnte die Leute so schön auslachen, wenn die ausgeschieden sind. Weil sie einfach wirklich aus Blödheit ausgeschieden sind. Nicht, weil sie es hätten müssen, sondern weil sie auch dumm waren. So. Übrigens, dumm. Ich werde jetzt... Ach Gott. Das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das vergesse ich nämlich immer wieder. Es gab doch eine Tastenkombination, wie ich in den letzten Traktor zurücktippen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ihr seid ja... Ja, ihr seid meine Gurus. Ihr wisst sowas. Weil ich vergesse das immer wieder. Und ich vergesse auch immer wieder nachzugucken, wie das war. Aber ich weiß, es geht. Also nicht ins vorige Werk, nicht in das, ins nächste Fahrzeug, sondern in das davor. Ich meine, das wäre auch was mit Tab gewesen. Aber ich kenne die Taste, die zweite Taste nicht mehr dafür. Oh, Raps wird hier nicht angenommen. Okay. Ach, hier wird... Ah, okay. Hier wird Raps angenommen. Ne, hier wird ausgeteilt. Ah! Was war das denn? Ach, die Mauer, die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Spannend. So. Ja, langsam fahren ist meistens besser hier. Ich gerade. Kann ich hier abladen? Ah, hier wahrscheinlich, ne? Jo, hier sieht gut aus. Jawohl. Und mal gucken, wie ich viel Geld wir kriegen. Ganze 2000. Naja, das lohnt sich echt nicht. Das lohnt sich echt nicht. Dann bunkern wir doch lieber. Aber einfach ein Versuch. Oh Gott, der hat keine Kollision. Oh Gott sei Dank. Das war jetzt aber auch gemein. Den konnte ich ja gar nicht sehen. Fies. Hab ich mich erschrocken. So, Leute, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ich werde das Feld jetzt zu Ende dreschen und... Ah nee, das werde ich dann im nächsten Part noch machen mit euch. So, okay. Abonnieren, kommentieren, liken. Alles immer sehr gerne gesehen. Bleibt sauber, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mutan. Tschüss.